Hallo und schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video mit dabei seid. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr häufig die Frage bekommen, wie ich es denn schaffe, den Eisvogel so nah zu fotografieren, weil wie die eine oder andere von euch bestimmt weiß, ist der Eisvogel ein sehr scheuer Vogel und oft hören wir ihn einfach nur und sehen ihn nicht. Also an vielen Gewässern kann es passieren, dass der Eisvogel blitzschnell an dir vorbeifliegt und du ihn vielleicht nur am Gesang erkennst oder nur etwas Blaues an dir vorbeihuschen siehst, aber gar nicht die Möglichkeit hast, diesen Vogel zu fotografieren. Und ich möchte euch heute ein bisschen darüber erzählen, wie ich es denn geschafft habe, so nah an diesen Vogel ranzukommen. Also, viel Spaß beim Video. Meine erste richtige Begegnung mit dem Eisvogel hatte ich damals in Salzburg. Und da hatte ich schon ganz schön viel Glück, weil an einem ganz kleinen See konnten wir den Eisvogel sehr, sehr nah beobachten. Aber ich habe damals noch mit meiner ganz alten Kamera fotografiert. Also waren die Aufnahmen nicht so wie das, was ihr jetzt hier seht. Und das waren Aufnahmen aus dem letzten Winter. Und das waren somit die besten Aufnahmen, die ich bis jetzt von einem Eisvogel hinbekommen habe. Und ich glaube, das Glück war tatsächlich, dass der Eisvogel an einem kleinen Seeabschnitt saß, auf einem Ast. Und wirklich, die Lichtverhältnisse waren perfekt. Und das hat wirklich alles gestimmt. Und ich bin dem Vogel so nah gekommen, vor allem, weil ich von einer Brücke aus fotografiert habe. Und ich nehme an, dass es den Vogel dann nicht so sehr stört, wenn Menschen in der Gegend sind. Also es ist schwieriger, den Eisvogel direkt vom Gewässerufer zu fotografieren und es ist immer gut, eine Art Trennung zwischen sich und dem Tier zu haben, um dem Tier eben nicht zu signalisieren, dass man eventuell eine Gefahr darstellt, denn sonst fliegt der Eisvogel sehr, sehr schnell wieder weg. Tja, und dann gibt es eben auch solche Videoclips, die leider sehr verwackelt sind. Also würde ich euch immer empfehlen, ein Stativ zum Filmen zu nehmen, weil gerade wenn man sehr aufgeregt ist oder sich sehr über eine Situation freut, zumindest geht es mir so, fängt man leichter an zu zittern und zu wackeln. Und das ist an sich schade für die Aufnahmen. Und hier seht ihr im Vergleich mal eine Aufnahme, die mit Stativ aufgenommen wurde. Und ihr seht schon, dass es viel schöner ist, auch dem Bild zu folgen. Man kann viel mehr erkennen und es macht auch mehr Freude, die Videos im Endeffekt anzuschauen. Und auch wenn diese Aufnahme vielleicht nicht von der Distanz, vom Zoom her, super nah dran ist, finde ich sie trotzdem sehr schön, weil der Eisvogel saß an dieser Stelle tatsächlich fast eine Stunde lang und hat sich geputzt und die Lichtverhältnisse waren natürlich wieder perfekt. Also die Sonne hat auf den Eisvogel geschienen und wir haben wirklich lange gewartet und sogar Glück gehabt. Nach einiger Zeit kam ein zweiter Eisvogel dazu und das war natürlich auch magisch, die beiden Eisvögel so nah beieinander beobachten zu können und das seht ihr in der folgenden Sequenz. Ja, und was ich natürlich schon öfter gesagt habe, ist, dass ihr sehr viel Geduld mitbringen müsst, wenn ihr den Eisvogel fotografieren wollt. Ich kenne andere Naturfotografen, die wirklich Monate bis Jahre gebraucht haben, um letztendlich Aufnahmen vom Eisvogel hinzubekommen. Und das ist natürlich eine sehr lange Zeit und das kann auch sehr frustrierend sein. Also Naturfotografie kann frustrierend sein, ganz einfach, weil man vielleicht nicht genau das Ergebnis bekommt, was man haben möchte oder vielleicht auch in manchen Situationen, die wirklich eigentlich perfekt wären, dann merkt man, hat die Kamera vergessen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Aufwand lohnt sich, denn im Endeffekt könnt ihr auch solche Aufnahmen rausbekommen. Und dafür nehme ich gerne stundenlange Arbeit in Kauf, denn das ist es letztendlich, was mich wirklich glücklich macht und was mich zur Naturfotografie bringt. Solche Aufnahmen hinzubekommen und einem Tier so nah sein zu dürfen.
Also ich werde auch immer wieder gefragt, welche Kameras ich eigentlich zum Fotografieren nutze. Und die Kamera, die ich jetzt schon seit längerem nutze, ist diese hier. Das ist meine Panasonic Lumix. Und was ich an der ziemlich cool finde, ist, dass die einen wirklich guten Zoom hat. Also das Bild, was ihr hier im Hintergrund seht, ist unter anderem auch mit dieser Kamera entstanden. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, mir noch eine neuere Kamera zu kaufen, und zwar mit Teleobjektiv. Und das ist die hier. Das ist die Canon EOS R10. Und mit der fotografiere ich auch wirklich, wirklich gerne. Gerade weil sie ein bisschen bildstärker ist. Die Bilder sind weniger verpixelt. Sie ist auch lichtstärker. Und ja, aber trotzdem fotografiere ich mit beiden Kameras gleich gerne. Und ich habe auch zum Filmen tatsächlich meistens eher die Kamera dabei, die Panasonic. Und wenn ich Fotos mache, wenn ich fotografiere, nutze ich das Teleobjektiv und meine Canon-Kamera. Also ist tatsächlich so, die Filmsequenzen, die Videosequenzen, die ihr hier präsentiert bekommt, die sind mit dieser Kamera aufgenommen, also mit meiner Lumix. Und dafür nutze ich auch mittlerweile ein Stativ, ganz einfach, damit die Bilder eben nicht so verwackelt sind und damit ich im Endeffekt noch mehr Freude dran habe, wenn ich mir die Videos später anschaue. Und hier seht ihr mal so ein typisches Bild, was ich eben dann mit meiner Canon und dem Teleobjektiv aufgenommen habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich hier mit der Bildqualität tatsächlich noch ein bisschen zufriedener bin. Aber dass ich, wie gesagt, mit beiden Kameras super gerne draußen bin. So ihr Lieben, das war's für heute von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr noch Anregungen, Tipps, Feedback, Kritik etc. habt, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß!